So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Miitopia. Und wir haben beim letzten Mal gemerkt, dass die Kleidung von Winterquacker kacke ist. Die bringt Minus-Stats. Die hat die Verteidigung auf 17 wieder gesunken. Und ich weiß nicht, warum es die überhaupt gibt, aber hey. Ist wahrscheinlich so eine Prankkleidung, wenn man nicht aufpasst. Aber wir haben aufgepasst. Ich habe zumindest beim Schneiden gesehen. Trotzdem haben es alle in die Kommentare geschrieben. Obwohl ich im Video eingeblendet hatte, dass ich es gesehen habe. Aber was soll's. So, wir können, wenn wir gerade schon hier sind, mit der Köcker wieder das Ketchup in die Hand drücken, weil das ist sehr wichtig. Und dann können wir direkt... Nein, wir können auch nicht direkt in die Pyramide gehen. Nein, 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 nein. Ich fange jetzt erstmal an und mache diese ganzen Level hier, die ich beim letzten Mal nicht machen konnte. Ich habe keine Ahnung, wann der Part kommt, weil es jetzt gerade schon wieder 15 Uhr ist, wenn ich anfange aufzunehmen. Aber hey, versuchen wir doch erstmal die zwei Greifen zu besiegen. Vielleicht schaffen wir das ja mittlerweile, sonst rennen wir einfach wie kleine Babys wieder davon. Irgendwie sieht mein Hut aus, als wäre er aus so einer Hand gemacht und man sieht so die Adern da drin. Oh nein, zwei wilde Greifen. Was kann ich nur tun? Erstmal Liebeslied. Waffen. So, dann schauen wir mal, ob wir die besiegen. Aber ich glaube, es ist schon wesentlich besser. Besonders, dass Ursaft einen gerade geschwächt hat. Ja, 7 Schaden, 9 Schaden. Ja, 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 ja. Wie oft könnt ihr angreifen? Greift er 100 Mal an. Ich würde gerne krächzen, aber ich muss erstmal Winterquacker dafür streuen. So, alle wieder voll geheilt und dann mache ich mein Krächzen. Attacke! Krächze! Pow! 39 Schaden, kriegt doppelt so viel Schaden, fast der eine greift. Oh, Bradadado kriegt Feuerpfoten. 50 Schaden. Los, Sommerkeks. Schüttel dein Ketchup. Oh, grünes Ketchup wollte ich als Kind immer unbedingt haben und habe ich nie bekommen. Weiß nicht, wie es bei euch so steht. Wahrscheinlich ihr hattet es alle, nehme ich an. Aber grünes Ketchup sah immer so interessant aus, dass ich es unbedingt haben wollte. Hier einfach dreimal angreifen darf, der dumme Greif. Dafür kriegt er jetzt eine... Pam, Mikrofon ins Gesicht. Los, Winterquacker ist eine Banane. Ja! Gute Taktik. Okay, Ursaft hat ihn vernichtet. 240 Erfahrung. Level up für Zombie. Level up für Bösesaft. MP-Sauger gelernt. Absorbiere mentale Energie eines Gegners und verwandle sie in MP. Oh. Und Bratgreifen. Oh, hier ist sogar noch eine große Kiste hinter denen. Die Abkürzung hier. Der Duotonkittel. Hey, den wollte ich doch für Winterquacker sowieso kaufen. Jetzt hätte er wieder ein Upgrade. Kann man auch ganz rot färben. Also eigentlich müsste man wegen der 3D-Brille es blau lassen. Ich mach's einfach mal rot-grün. Winterquacker hat sein eigenes 3D. Passt zur Ketchupflasche. Rot und grün. Und im Gasthaus. Ja, Freundschaft Winterquacker geben gelernt. Irgendwelche Kommentare meinten schon wieder, dass ich die Leute in den Zimmern tauschen soll. Nein, kann ich nicht. Ich will mit Winterquacker einfach die Freundschaft auf 5000 haben, damit mein Liebeslied am meisten bringt. So, und Ursaft kriegt jetzt erstmal seinen Dämonenstab. Bitteschön. Ja, Schädelpiekser wurde gekauft. Perfekt. Der Meisterdämon ist geboren. Ausrüsten. Und Mordado darf seine Tatzen auch noch haben. Wir haben ja jetzt wieder Geld. Wollpfoten wurden gekauft. Ja, die sind sogar direkt blau. Perfekt. Ausrüsten. Bratgreifchen für Mordado. Unglaublich lecker. Oh, Mordado. Die Katze mag Hähnchen. Unerwartet. Weiter geht's. So, dann machen wir die Ecke hier fertig. Level 10 für Winterquacker. Perfekt. Jetzt fehlt nur Mordado. Und Level 10 für Mordado. Dem Nachzügler hier. Kratzende Krallen gelernt. Kratze einen Gegner zweimal, das tut gleich doppelt weh. So, dann schauen wir mal, was hier unten ist. Noch eine Kiste. Mit Spielschein. Okay, cool. Und wir sind beim Gasthaus. So, will jemand was gekauft haben? Zombie will ein Regenbogenmikrofon für 900 und Ursaft will Süßkrampiekser. Okay, dann holen wir jetzt mal das Regenbogenmikrofon für mich und den Süßkrampiekser könnten wir theoretisch auch noch kaufen. Aber unser Mörder hat eine Banane gekauft, dann sparen wir uns lieber mein Geld. Oh, schade. Obwohl, es reicht trotzdem noch. Okay, dann kriegt Ursaft doch den Piekser. Glück gehabt, aber weißt du, gerade habe ich den coolen bekommen und schon kriege ich wieder den uncoolen eine Sekunde später. Ausrüsten. Aus den Ändern, Waffe, Schädelpiekser. Dankeschön. Hier kann man eine Flasche voller Gift gewinnen. Ein Luxusticket für Winterquacker-Zombie, ja! Und Freundschaft, ja! Rang 9, irgendwie Freude, Rechen gelernt. Ich bin noch ein zweites Mal, Luxustickets sind cool. Noch ein Luxusticket! Rang 10, Freunde, Opfern gelernt. Ein HP-Bomb, ja.
Bratgreifchen. Ja. Mit 2 Sternen vielleicht? Ne, normale nur. Schade. So, knapp. Und nochmal Bratgreifchen. Weiter geht's. So, dann muss ich das Feld hier oben noch einmal ablaufen. Oh, hallo Baudado. Ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig. Hey, hör auf mich nachzuahmen. Hey, hör auf mich nachzuahmen. Warum ahmst du mich nach? Warum ahmst du mich nach? Weil du so ein toller Hecht bist. Hättest du wohl gerne. Outplayed. Maudado möchte den Bengal-Cat-Suit. Okay, gekauft. Scheiß auf mein Mikrofon. Ja, da kann man den auch in Blau haben? Ja, natürlich. Ein blaues Kätzchen. So, dann haben wir die Map hier auch fertig. Und jetzt können wir noch hier unten in der Höhle, glaube ich, eine Map machen, oder? 2 Stück noch, die beiden. Okay. Irgendwie fehlt meinem Helden ein Angriff, der für einzelne Ziele gut ist. Eine Kiste mit 3 Spielscheinen. Und das Gasthaus. Stufe 8 mit Maudado und Ursaft. Und Stufe 11 mit Zombie und Wetterkacker. Ja, ich kann reden. Hier gibt es einen Leotard-Catsuit. Auch eine gigantische Chance auf eine HP-Banane. Ich spiele einmal. Na, schade. Eine Komfortreise für Wetterkacker und Zombie. So, und jetzt noch den Map-Punkt hier unten. Oh, da muss ich ein paar Mal. Zangangriff, Freundschaftsstufe 12. Ursaft und Maudado reden. Hey, hör mal zu. Was ist denn? Ich habe neulich etwas über Sommerkeks gehört. Hier guckt. Ja, ja, und dann hat er das gemacht oder dies und so. Und das war... Was? Ist das etwa wirklich wahr? Das scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Da kann man wieder sehen. Ja, ja, der Winterköcker. Oh Gott, die Augen. Hat da jemand meinen Namen gesagt? Okay, Ursaft. Oh, Winterköcker. Sieht aus wie der Weihnachtsmann. Okay, Ursaft. Ich verstehe. Und noch zweimal hier. Und entlang. Eine Kiste. Mit 3 Drachenfrüchten. Oh. Dagdados, 3 neue Technik. Kratzende Krallen. Wieso hat er sich vor mich gedrängelt? Keine Ahnung. Aber cool. Verschluck ich mich gleich. Nice Anzug, Baudado. So, hier gibt es gerade ein Lumpenkostüm zu gewinnen. Oder ein MP-Bonbon. Nochmal. Etwas Erfahrung, eine Kinderportion für Maudado. Bitteschön. 400. Okay. Nochmal. Ja. Das Lumpenkostüm. Für Ursaft. Soll er aber nicht anlegen. Weiter geht's. So, ganze Map fertig. Sehr schön. So, Ursaft will immer noch sein Lederkostüm. Das kriegt er jetzt. Bitteschön. Das Upgrade darfst du haben. Aber wir können auch Ursaft einfach Rottöne geben. Dann kriegt er ein rotes. Hat er jetzt ein rotes Teufelskostüm? Dann wollen Ursaft und Maudado noch reden. Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Hä? Bin gleich wieder da. Tada! Die lila Haare stehen dir. Na, was meinst du? Man erkennt dich kaum wieder. Warum ziehen wir uns eigentlich immer alle vor Maudado um? Kommen mir zumindest so vor, als würde es immer Maudado sein. Weiter geht's. So, und nach 30 Minuten haben wir endlich alle Ebenen draußen fertig. Jetzt können wir endlich spielen. Hurra! Auf in die Pyramide. Hallo, Mr. Golem, der den Eingang bewacht. Oh, gleich 2. Ein guter Golem. Na, wenn sie gut sind, dann muss ich erstmal ein Liebeslied singen für die. Weil Winterköcke-Freundschaft ist jetzt schon Stufe 12. Die habe ich ja dann automatisch mit allen. Ja. Oh, das ist ja mega Freundschaft. Dann kann ich die gut supporten und die supporten mich gut. Und sie supporten sich auch gegenseitig. Da. Winterköckers fiese Flasche macht echt viel Schaden, aber schaut mal seinen Mana an. Das war jetzt ein Angriff. Oh, Ursaft hat mich gepiekst. Vielleicht piekst Ursaft immer die Person, wo er die höchste Freundschaft mit hat. Das könnte sein. Winterköcker ist eine HP-Banane. Sein stärkster Move. Okay, so. Ich hau einfach nochmal drauf, treffe hier beide. Kein Support meiner Freunde. Inakzeptabel! Ach, ich bin ja immer noch stur, stimmt. Kann ja ein zweites Mal angreifen. Ja!
Okay, einen guten Golem haben wir schon. Dann sollte Mordano den zweiten ja töten. Zangenangriff! Pam! Ja, der Zangenangriff ist echt immer stark. Ja. Sehr gut. Super! Wir waren siegreich. Und endlich passt der Hintergrund. Nur ein paar Kratzer! Hui, Golem-Steak. So, dann können wir jetzt weiter hier reingehen. Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich auch wieder 80.000 Ebenen. Da oben ist Gaben. Die Riesenpyramide. Ja. Sieht so aus. Ah, das gefällt mir optisch. Sieht echt cool aus. So, wo kommen wir denn als erstes hin? Das ist also die Riesenpyramide. Ob der dunkle Fürst Zumbai auch hier ist? Gut möglich. Monster mit den Gesichtern von Stadtbewohnern gibt es sich hier sicher auch. Schluck. Jetzt wird's spannend. Egal, volle Kraft voraus. Nichts kann uns aufhalten. Du hast recht. Okay, wir machen alle fertig. Ist immer gut, dass wenigstens so ein paar Events nicht random sind, sondern so festgelegt. Oh Gott! Hilfe! Was bist du denn für eine Pfirsich-Mumie? Also irgendwie sieht es aus wie ein Pfirsich. Ich weiß es nicht. Gottes Willen, alles Horror. Krächzen. Los. Oh, böse bietet seine Hilfe an. Ja. Krächzen. Oh, Gottes Willen, habe ich viel Schaden gemacht. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was hier passiert ist. Mordano tanzt mit der Kobra, die übrig geblieben ist. Perfekt. Ah, zwei Kobras sind noch da. Jetzt nicht mehr. Diese Formel ist aber zu stark. Ja, siegreich. Juhu. Dörrmumie. Ihhh. Das wird ja nicht besser. Wer will denn Mumienfleisch essen? Keine Ahnung. Kann man nicht einfach das Papier von denen essen? Hallo, ihr Mumien, die vom Himmel fallen. Technik. Krächzen. Oh, das hilft mir wieder. Voll der nette Junge. Ah, ich mach bei meinen Freunden auch mehr Schaden, wenn ich Hilfe bekomme. Okay. Und Mordano will von mir angehen. Sehr schön. Siegreich. Ey, wir prügeln die Ebene easy weg. Auf geht's. Bin immer gespannt, wem das Mumienfleisch am besten schmeckt. Die Wege hier werden auch richtig merkwürdig. Jetzt geht's auf einmal nach unten. Welchen Hebel betätigst du? Oh, Winterquicker darf einen Hebel betätigen! Alter, das Spiel weiß, wer hier spielt. Ich merk schon. Hier, Winterquicker betätigt immer den rechten Hebel. Und auch nicht. Puh. Sommerkeks hat im letzten Moment ausgewichen. Okay. Der rechte Hebel war scheinbar nicht der richtige. Dann müssen wir da nochmal lang gehen und den linken Hebel drücken. Nehme ich an. Ein Spielschein erhalten. Okay. Die Musik. Und wir sind im Gasthaus. Hey, haben die Ebene geschafft. Ich mach's jetzt direkt nochmal, auch wenn jetzt die Goldflagge da ist. Weil ich wissen will, was der linke Hebel macht. Freunde, Rang 10, Opfern gelernt. So. Ursophil, jetzt sein Wollkostüm erst, okay. Für 920. Winterkacker will sein Wollkittel. Und ich will mein Regenbogenmikrofon. Und wir haben 3 Gold zu wenig. Perfekt. Hier gibt es das Wollkostüm aber recht günstig. Natürlich kriege ich es essen. Natürlich nochmal Wolkenwatte. Ja, P-Banane. Und das Wollkostüm. Beim ersten Versuch gewonnen. Ja, für böse Saft. In Orange. Perfekt. So, jetzt bin ich gespannt, ob da eine goldene Flagge drauf ist. Ja, ist sie. Ich gehe nochmal durch und drücke den linken Schalter. Das Hebel-Event kommt kein zweites Mal. Okay. 50 verschiedene Nahrungsmittel. 650 Leute gerettet. HP-Streuer. 160 HP. Maudad und Osa. Wieso redet Winterquicker nie mit mir? Und mein nächster Trick. Ich werde jetzt Zombie imitieren. Bis dann, euer Zim... Das kennen wir schon. So, können wir was kaufen? Winterquicker will seinen Wollkittel. Bitteschön. Der Wollkittel wurde gekauft. In grün. Sieht lustig aus. Und Mordano möchte Herzchen klauen. Okay. So, dann gehen wir zur nächsten Ebene. Hallo. Die Stimmung ist wegen der langen Reise angespannt. Oh, Beef. Pass bloß auf. Hä? Selber. Oh, haben sie Beef? Ja. Aber die sind eh zusammen im Raum, das ist ganz okay. Damit ist das fast übergelaufen. In beide Richtungen? Ja! Die haben in beide Richtungen Beef. Oh!
Waren sie wohl zu lange im selben Zimmer? Oh, ein Gesicht. Schalalala. Ach, das ist Miley Cyrus. Oh, auch ein Gemälde. Die Miley Cyrus. Oh Gott, das... Ach man, wenn ich vorher wüsste, welche Bosse da kommen, dann könnte ich ja richtig coole Gesichter raussuchen immer. Ah, gut. Das gefällt mir alles sehr gut. So, dafür gibt's erstmal ein Liebeslied. Ja. Das wird, glaube ich, den Beef aber nicht lindern, oder? Nee, nur wenn sie Beef mit mir hätten. Dagdado, kratzende Kralle. Okay. Er hat zwei Leute getroffen. Konnte er sich aussuchen, welche der beiden er trifft? Alles in Ordnung? Zombie. Miley Cyrus ist dran. Alles in Ordnung? Alle trösten Baudado die ganze Zeit. So, komm. Augenblick. Ja, los wird der Cracker. Zünd seine Waffe an. Wir müssen die kleinen Tafeln loswerden. Genau, perfekt. Vorbereitung abgeschlossen. Will vor Zombie angeben. Impuls. 80 Schaden. Nice. Okay, ich gebe eine Zugabe an Wintercracker. Zugabe! Okay. Sommer, Keks ist dran. Wow, das ist echte Kunst. Ach, Wintercracker, du hast deinen Zug gut genutzt. Oder du wetzt deine Krallen. Wintercracker ist eine HP-Banane. Alles wie immer. Meine Sache ist, die kann Feuer spucken. Die kann Maudado töten. Ich guck mal kurz meine Augen aus. Das wirst du noch büßen. Rächen. Oh, das erste Mal. Rache für Dagdado. Pam! 50 Damage. Gut. Kann süße Geflüster. Vernachlässigt die Deckung, das ist gut. Kann ich Maudado in die Ruhezone tun? Nein. Ich kann Streuer hernehmen. Streuen wir einfach wieder lebendig. Ja! So, dann streuen wir noch das Mana von allen wieder voll. So, und immer wenn Wintercracker Damage kriegt, muss ich ihn unbedingt salzen. Sonst verbraucht er einfach immer seine Bananen. Zombie ist Wut erfüllt. Auswahl unmöglich. Du hast Baudado getötet! Oh, Wintercracker hilft mir! Ah! Der Zorn ist nicht zu bändigen! Stirb! Oh. Echte Kunst, ja, ja. Aua. Oh, wir helfen Wintercracker. Los! Dagdado ist dran. Will vor Wintercracker angeben. Zack, zack! Alter, kriegt ihr viel Schaden, weil ihn die Deckung fallen lässt. Pieks Maudado. Ja, noch ein Angriff, Maudado. Zack! Gemälde erledigt. Der Buff ist nicht mehr ausgelaufen. Dankeschön! Bitteschön, tschüss. Dagdado und Co. waren siegreich. Das wird morgen sicher wehtun. Weiter. 350 Erfahrung. Jetzt führt Maudado, weil er einmal Erfahrung bekommen hat. Kunstgebäck. Ist ja cool, dass richtig viele Bosse jetzt Gemälde sind. Gefällt mir. Öffnen. 500 Gold. Und nicht mal am Ende der Ebene. Noch eine Kiste. 3 Spielscheine. Und das Gasthaus. Stufe 13, gute Freunde. Eine Flasche voller Gift wäre der Traum von Sommerkeks. Dämonenkostüm, oh. Sieht cool aus. 1100, 1300. Okay, Ursof, du darfst zuerst. Das ist am günstigsten. Dämonenkostüm wurde gekauft. Die Woll-Ära endet. Oh, das passt perfekt. Mit den Farben. Herzchen-Outfit, guck mal. Eine HP-Banane, ja. Falterhonig mit dem Stern. Ja, das wird's. Outfit waren immer für Ursof die Sachen, oder? Ich glaube schon. Hat jetzt 2 Upgrades hintereinander bekommen? Nein, das ist für mich. Oh! Gott sei Dank kann ich das lila färben. Huhu. Weiter geht's. Ist voll angenehm. Ich muss hier ja nicht jede Ebene 10-mal machen gerade. Und schon haben wir 5 neue Ebenen. Aber ein Gesicht ist gerettet. Fangen wir mit der Ecke hier unten an. Gehen wir Richtung Schatzkiste. 3 Hebel und schon wieder Wintercracker. Da sind noch mehr Hebel. Genauer ansehen. Den ersten Hebel betätigen? Fuck, man, welchen drücke ich? Ja, den linken diesmal. Den zweiten Hebel betätigen? Nicht betätigen? Und den dritten Hebel betätigen, ja. Nichts passiert? Nichts passiert. Hä? Gibt es irgendeinen Hinweis, wie man die Hebel drücken muss?
und wir haben das Gasthaus. Hä? Was war das für eine Ebene? Das waren nur die Hebel. Ja, Leute, richtig. Oh, Styleänderung. Ja, komm, zieh dich um. Ja, ja, ja. Tada! Oh, graues, langes Haar. Ich werde zum Richter. Ich verurteile dich für schlechte Mode, Wintercracker. Was gibt's in der Spiel? Ein Urkittel kriegt Wintercracker sich. Oh, ein großes Luxusticket. Oh, komm. Brauch mal wieder ein Luxusticket für Wintercracker. Ich hatte schon lange keinen Urlaub mehr. Ja, ein Luxusticket. Und Freundschaft wächst fast wieder zwei Stufen. Enge Freunde, helfen zwei gelernt. Noch ein Luxusticket, lol. Und Freundschaft steigt um zwei Stufen direkt. Freundschaft Rang 16, sehr enge Freunde, teilen. Eine Kinderportion Erfahrung. Wer hält die Erfahrung? Ich. Gierig. Ja. Level 11. MP-Song gelernt. Heitere dein Team auf, damit es ein paar MP zurückerhält. Oh, das ist cool. Oh, es könnte das Outfit werden. Nein, ganz knapp nicht. Die beste Reise aller Zeiten. Level 17, sehr enge Freunde. Noch ein Luxusticket. Ja, Urlaub. Von Herzen, Freunde. Letzter Wunsch gelernt. Noch eine Luxusreise. Beste Reise aller Zeiten. Zwei, nein, nur eine Freundschaftsstufe. Oh. Rechen 2 gelernt. Gottes Willen, ich will gar nicht wissen, was passieren. Was passierte dann, wenn einer umfällt von uns? Tod und Verderben. So, jetzt spiele ich noch ein letztes Mal. Und wenn es jetzt nochmal ein Luxusticket wird, dann kriegen es die anderen beiden mal. Die haben sich auch mal einen Urlaub verdient. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Reise gewonnen. Herr Dado und Herr Saft. So, vielleicht hilft sie ihrem Streit. Ist ja keiner da, der mich begleiten kann. Jetzt hat er es einfach verkauft. Okay, Maudado, ich sehe schon. Ach, wenn sie Streit haben, können sie nicht zusammen in Urlaub fahren. Boah, wie viel Geld ich hätte machen können, wenn ich alle verkauft hätte. Dann kaufen wir Maudado dafür die Herzchen klauen von dem Geld. Ja. Perfekt. Süße Herzchen klauen hast du, Maudado. Auf geht's. Ja, guck mal, jetzt geht's hier gar nicht weiter. Also muss ich die Hebelkombination rauskriegen. Genauer ansehen. Ersten drücken, zweiten drücken, dritten drücken. Nichts passiert. Okay, wir sind gleich wieder hier. So, Wintercracker ist wieder dran. Ich fasse einfach mal gar nicht an. Was passiert dann? Gar nichts, okay. Wintercracker will mit mir reden. Hat ein Geschenk gekauft. Oh, was kriege ich? Ich hab was für dich. Hier, ich hoffe, es gefällt dir. Dann gib schon her. Eine Violine. Gar nicht schlecht. Ich weiß nicht. Bin jetzt nicht so begeistert, aber hey, wir haben Rang 20. Beste Freunde! Wieder, was? Wieder erstarken? Wieder? Ich verstehe das Wort nicht. Wieder? Wieder erstarken? Was heißt das? Fallen du und dein Freund im Kampf, steht ihr beide wieder auf. Das klingt sehr ultimativ. Okay. Ich glaube, das Spiel will langsam, dass ich das Regenbogen-Mikro bekomme. Ja, gerade so. Knapp. Was soll mir geben? Ja, ausrüsten. Ich bin sehr bunt. So, genauer hinsehen. Nicht betätigen. Betätigen. Nicht betätigen. Schauen wir mal so. Nichts passiert. Mehrere Hebel. Ersten nicht betätigen, betätigen, betätigen. Ja! Ein geheimer Pfad hat sich geöffnet. Ich wette, ich hätte auf der anderen Seite mit Gaben reden können und der hat mir das gesagt, wo ich hin muss, aber egal. Ich wollte es einfach mit Trial and Error herausfinden. So, Wintercracker will kurz mit Ursaft reden. Ah, die machen ein bisschen Sport. Okay. Perfekt. Level 2. Flüchtige Bekannte. Frag mich, ob die Freundschaft mit Wintercracker überhaupt noch weiter steigen kann. Ein Spitzenkostüm? Okay. Economy Class Ticket. Hier, Maudado. Er hat immer noch Beef mit Ursaft scheinbar. Er hat es wieder verkauft. Eine AP-Banane. Ja. Ja, diesmal sieht es gut aus. Die perfekte Mitte. Spitzenkostüm. Danke. Das ist für Ursaft. Oh! Hast du ein kleines pinkes Kleid an? Das lassen wir in der Originalfarbe. Ich glaube, so sieht es am besten an ihm aus. So, weiter geht's. Jetzt haben wir endlich den Weg gefunden. Ja, der Weg zur Kiste ist frei. Gaben ist nicht mehr in der Pyramide drin. Oh Gott, wir haben einfach sein Event komplett geskippt. Eine Kiste, öffnen. 1500 Geld, ja. Komm, jetzt kommen hier so 20 Kisten. Das wäre so gut.
Vielleicht hat er mir ein Rätsel gegeben. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, was er gesagt hätte. Noch eine Kiste, 3 Spielscheine, ja. Oh nee, ein Loch im Boden. Winterkacke, pass auf. Nein. Sommerkeks. Oh nein, eine Fallgrube. Lebst du noch? Oh, mir geht's gut. Geht schon mal vor. Okay. Sommerkeks hat dich vorübergehend verlassen. Wir sehen uns im Gasthaus. Okay. Ist er auch in ein Loch gefallen. Nice. Jetzt kommt hier der Ultra-Boss am Ende vom Weg. Noch eine Kiste. Öffnen. Eine Falle. Unerwartet. Mumie ist dran. Oh. Ach, die verschluckt. Die Waffe? Waffe gestohlen. Oh nein. Die hat meine Waffe geklaut. Ich kann noch mit der Hand angreifen, scheinbar. Ja, gib meine Waffe wieder her. Ich hau auch drauf. So. Mumie spuckte. Waffe zurückgehalten. Aha, das können also die Mumien. Und noch eine Kiste? Ja. Oh, eine riesige Goldkiste. Auf jeden Fall nichts für Winterquacker dieses Mal. Catsuit. Für Mordado. In blau. Gott, sieht aus, als hätte er eine gelbe Windel an. Da ist der Hass gerade ein Stückchen gesunken, wenn ihr die blauen Pfeile gesehen habt. Und wir haben 3000 Geld, aber niemand will was kaufen. Aber Osaft und Winterquacker wollen wieder talken. Fantastische Erinnerung. Ich habe Sterne mit Regenbogen gesehen und dann habe ich mit Leuten geredet. Wow, das muss man sich mal vorstellen. Ich mache das immer so, dass es sarkastisch klingt. Ich weiß gar nicht warum. Weiter geht's. Ja, jetzt haben wir das Event da links verpasst. Der hat wahrscheinlich einen Hinweis gegeben, wie man zu der Schatzkistenebene kommt. Gott, wer nicht wissen. Gehen wir erstmal da oben lang. Da ist bestimmt der Schlüssel für die Tür. Wir müssen hier noch Gesichter retten, um dann von den Gesichtern diese Schlüsselsteine zu bekommen für die Tür wahrscheinlich. Also wird hier irgendwo noch ein Gesicht sein. Hallo, Hieroglyphen. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal bekämpft habe. Ich lasse die Kampf einfach drin. Safe ist safe. Technik. Wo ist jetzt mein Krächzen? Da unten. Okay. Muss ja mal erst gucken, weil es hier so durcheinander ist. Krächzen. Ja. Pam. Vernichtet. Das war's wohl. Weiter geht's. Level 12 für Osaft. HP-Sauger. Sauge Lebensenergie eines Gegners ab und wandle sie in HP um. Klingt praktisch. Oh, das Licht ist aus. Hoch. Ich hab das Licht ausgemacht. Wo sind alle hin? Nach rechts gehen. Da stolpert man immer eher über die Sache. Nach links läuft man in die Leute rein, haben wir ja gelernt. Was soll ich das denn hier? Ein HP-Bonbon. Oder MP-Bonbon. Ich sag immer HP, ich weiß es gar nicht. Wintercracker. Gesichtsschutz gelernt. Eine Gesichtsmaske schützt einen Freund vor Status-Mali. Automatisch. Ja, cool. Kann man von Status-Effekten nicht betroffen werden. Und wir sind im Gasthaus. Ärger vorbei! Ja! Böse Saft wurde verziehen. Dark Dado wurde verziehen. So, und Osaf will das Macho-Kostüm. Jetzt erst? Ist ja auch viel teurer als meins. Komische Reihenfolge. In Orange. Weiter geht's. So, hier oben sollte ein Gesicht sein. Kann es sein, dass du ein neues Outfit hast? Echt schick. Sehe ich auch so. Kompliment kam gut an. Eine Kiste mit 500 Geld. Oh, ich glaube, das nächste Gesicht kommt. Ja. Ja, wenn die Musik aufhört. Zwei Gesichter gleichzeitig. Ach so. Bubu und YouTube. Was passiert hier nur? Oh nein. Schwert und Schild. Finde ich nice. YouTube-Schild. Das neue App. Und das Bubu-Beauty-Schwert. Oh Gottes Willen. Eine gefährliche Kombo. Liebes Lied. So, jetzt lieben mich jetzt alle auf 20. Das wäre ja richtig cool. Ja! Alter, ich bin beliebt. Los, fiese Formel. Ätz sie weg. Und Dark Dado macht direkt die kratzende Kralle. Okay, wir gehen scheinbar erst aufs Schwert. Und Osaf will, dass Mordado nochmal angreift. Okay, es hat also nichts mit der Freundschaft zu tun. YouTube-Schild ist dran. Ah, ich bin stur. Ich verteidige mich. Ein Schaden. Das Schwert ist vielleicht stärker. Vorsicht! Ha? Ja, mit der guten Freundschaft weiche ich gut aus. Perfekt. Noch einmal. Oh. Mordado konnte nicht so ausweichen. Aber es geht noch vom Damage. Mache ich Krächzen. Und Osaf hilft mir. Oh, es wäre richtig cool, wenn alle drei mir mal dabei helfen würden. Na gut, dann würde ich auch der Gruppe richtig viel Schaden machen. Los, Dark Dado. Schwert hat Angst und das Schild schützt ihn. Naja, YouTube-Schild bietet Schutz.
Habe ich mir schon gedacht, dass das passieren wird. Achso. Scheiße, Winterkönig hat zu wenig Mana gehabt. Ich wollte vermeiden, dass er irgendwas isst. Aber ich helfe Ursaft. Pisa Pizza! Der frecher Pizza. Ach, guck mal, die haben auch Freundschaftsaktionen. Aua. Das Bubi Beauty Schwert, das tut mir weh. Ich möchte bitte meinen Streuer einsetzen und kurz mal Maudado wieder voll machen. Beziehungsweise alle kurz mal, wenn wir schon dabei sind. Ja, haben wir ja genug. Warte nochmal und Mana nochmal. Hier so, zack, bisschen Mana für euch alle. So, schön. Weiter geht's. Technik, Magie. Krächzen nochmal. Vielleicht helfen wir mehr. Nö, niemand hilft mir, okay. Das sind nicht meine Fans. Oder du wetzt deine Krallen. Winterquacker macht wieder die fiese Formel. Vielleicht erstmal die Hälfte vom Mana verbrauchen. Normale Angriffe sind cooler. Aber er wird gelobt. Dann hält er jetzt mehr aus. Habt ihr geschrieben, das habe ich auch erst gelernt. Oh, zwei Helfen. Ursaft. Frecher Megapixer. Pam! Ach, das Schwert ist schon besiegt. Sehe ich jetzt erst. Alles in Ordnung. Tag dato. Freundschaft wächst. Ja. Geheilt. Schade, dass es nicht Mana auffüllt. Ich kann meinen Mana-Song mal singen. Winterkönig ist gut gelaunt, voller Energie. Impuls! Ich mache hier mal meinen Mana-Song. Mana-Song, da. Neue Technik. MP-Song. Dieses Lied hier ist nur für euch. Dark Dado lässt es krachen. Bösesaft lässt es krachen. Winterkracker lässt es krachen. Klauen scharf und glänzend. Angriff. Oh, ich helfe ihm. Perfekt. Zack. Oh. So, gut Schaden. Ja, Daudo. Ich weiß, dass ich es falsch geschrieben habe. Ist mir eigentlich schon seit 4 Folgen bewusst, aber ich habe es nie ausgebessert. Schankedön. Hurra. Tschüss. Ich dachte, die machen jetzt auch ein Wortspiel, aber nur Hurra. So ein Glück. 300 Erfahrungen. Schildkratzer und Schwert-Sashimi. Das ist Sushi. Cool. Hier geht's mal wieder nicht weiter. Ich glaube, wir haben uns verirrt. Plüm-brüm-brüm-brüm. Höre mich an, oh Hell-Zombie. Was? Eile zur Tür in der Riesenpyramide. Was ist denn alles in der Welt? Du drehst gerade ein bisschen durch. Huch? Was war das? Es fühlte sich an, als würde ich von einer fremden Macht kontrolliert. Was? Ja, vielleicht triffst du damit sogar den Nagel auf den Kopf. Wie meinst du das? In Pyramiden gibt es sicher lauter Geister, die gerne von anderen Besitz ergreifen. Das sind ja tolle Aussichten. Ah, schon wieder. Vergiss nicht die Türe. Finde diese und öffne. Neue Pfade mögen sich öffnen. Okay. Ich habe die Türe nicht vergessen, aber ich brauche erstmal die Gesichter und die Edelsteine, um die Tür zu öffnen. Das Gasthaus. Folge wird heute wieder ultra lang. 50 verschiedene Arten von Monstern in Miitopia besiegt. Ja! Und Freundschaft zwischen Ursaft und Ding. Aber unsere steckt auch weiter zwischen mir und Winterquacker. Weiterspielen. So, erstmal mit Winterquacker reden, weil ich glaube, dann haben wir einen neuen Freundschaftsrang. Ich putze, weg mit dem Schmutz. Das ist doch mal hilfreich. Winterkönig guckt zu. Es hat echt viel gegeben. Beste Freunde. Immer noch. Okay, ich frage mich, was danach kommt. Winterkönig möchte den Urkittel. Oh, der ist ja richtig cool. Gekauft. Bitteschön, Winterkönig. Viel Spaß mit deinem Uhrenkittel. Und Zombie möchte ein Schneebesen als Mikrofon. Okay. Kann nicht schlimmer sein. Schneebesen wurde gekauft. Hehe. Ich mache euch Kuchen und singe euch ein Lied davon. Okay, weiter geht's. Die Gesichter fliegen zurück. Dann gehen wir mal kurz zurück zur Stadt und holen uns mal die ganzen Edelsteine von den Gesichtern ab. Weil bevor wir später zurücklaufen müssen, machen wir es doch lieber jetzt. Zack, zack und zack. Drei Gesichter haben wir, glaube ich, hier gerettet gerade. Ja, Gesicht mal drei. So, hallo. Kabum. Ja, schalalalan. Ah, gleich viel besser. Dieses Gesicht hat mir gefehlt. Hier, das sollst du zum Dank haben. Juwel von nebenan A. Schwubbelibbelibbelabob. Papa, Bubu Beauty. Mein Herr. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ausnahmsweise, aber nur dieses Mal bekommst du was umsonst.
Joel von nebenan B. Fällt nur noch dem Genie das Gesicht. Okay. Auf in die Pyramide. Und hier lang. Hä? Was um alles in der Welt? Riesiger schlafender Obosaft. Aber jetzt selber nur geschlafen. Es war nur ein Traum. Hier kommen natürlich wieder Kreuzungen. Noch eine Kreuzung. Geil. Viermal machen die Ebene. Welchen Hebel soll Zombie drücken? Den linken. Eine Banane. Ja. Hallo Wintercracker, was möchtest du? Hey, hör mal zu, was ist denn? Ich habe neulich etwas über Dark Dado gehört. Nämlich er hat gesagt, er lädt seine Videos um 20 Uhr hoch, aber die kamen dann nicht um 20 Uhr. Was? Ist das etwa wirklich wahr? Es scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Wie traurig. Sorry, Maudado. Besteste Freunde. Zangangriff 2 gelernt. Ja, wir pausen zusammen. Erhöht die Chance auf den Effekt eines Zangriffs und zugleich. Ja, bitte, Maudado. Kauf dir deinen Macho-Anzug mit den nicen Schnurrhaaren. Wo hängen die jetzt? Ja, bei ihm hängen sie besser da. In blau. Gott, sieht das fürchterlich aus. Hier unten ist niemand mehr. Oh. So, machen wir die Ebene noch zweimal, dann haben wir alles. Eine Kiste. Drei Spielscheine. Trading! Ja! Immer noch besteste Freunde. Weiter geht's. So, und jetzt noch hier in der Mitte lang. Dann haben wir alles. So, auf zur großen Tür. Ich habe aus Interesse mal die Party in einer anderen Reihenfolge angeklickt. Stehen wir jetzt auch in einer anderen Reihenfolge? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal beim nächsten Kampf gucken. Kommt mir bekannt vor. Hier sind vier Öffnungen in der Wand. Tja, wir wissen ja, was da hineingehört. Die vier Edelsteine, die passen. Ja, zufällig, dass die Dorfbewohner gerade die Edelsteine für die Tür hatten. Jetzt könnt ihr euren Weg fortsetzen. Der war nie verschlossen. Bin hier gerade zum ersten Mal. Und die Spitze der Pyramide. Let's fight. Oh, Winterquicker, hallo. Alle Stadtbewohner haben ihre Gesichter wieder zurück. Jetzt fehlt nur noch das Gesicht vom Lampengeist Adi. Wir sind schon so tief in das Innere der Pyramide vorgedrungen. Da sind wir bestimmt schon ganz nah dran. Plump, param, pram. Wibber, was du begehrst, ist nicht mehr fern. Geht das wieder los? Ich gedenke doch nur, dich mit meinem Wissen zu erfreuen, oh Held. Na gut, seltsame Stimme, dann erfreue mich mit weiteren nützlichen Infos. Auch der dunkle Fürst ist ganz in der Nähe. Das war jetzt aber nicht sehr erfreulich. Finde ich gut, dass meine Freunde von Geistern besessen werden. Da ist er! Du schon wieder! Ich hatte dir doch all deine besonderen Kräfte genommen. Du bist wirklich mehr als aufdringlich. Na gut. Herbei, Maske des Königs einer vergangenen Zeit. Der kriegt jetzt Adis Gesicht? Ja. Was mache ich hier? Dieses Wesen ist einer meiner mächtigsten Untergebenen. Los, mach sie fertig. Der dunkle Fürst Zumba ist nach Osten fortgeflogen. Let's fight the Megaboss. Pharao Adi. Hallo? Na? Ich habe gehört, ich möchte dein Gesicht retten, weil du ein Flaschengeist bist und bestimmt einen coolen Wunsch erfüllen kannst. Ich hab euch alle lieb! Erstmal meinen nice Song gesungen und jetzt helfe ich Wintercracker nicht. Ja, Wintercracker steht neben mir, es hat funktioniert! Ich habe die Party einfach in einen anderen Reihenfolge angeklickt. Weil ich dachte, so sind die Party-Member, die sich verstehen, wenigstens nebeneinander und helfen sich öfter oder so. Osaf piekst trotzdem nochmal, oder? Okay. Hm, wir machen gut Damage. Spricht einen Fluch aus? Pharaonenfluch belegt. Was ist mit Maudado passiert? Warum haut er mit seinem Bart zu, der so rumwabbelt? Ist alles gruselig. Was habe ich denn? MP-Song, Ohrwurm. Um sie für einen Zug lang abzulenken. Ja, ich versuch's mal. Du willst dich kämpfen. Ist nicht begeistert. Ich bin Pharao. Wenn ihr gestattet, Hoheit. Hat eine HP-Banane überreicht? Maudado! Auf dem Fahrrad zu helfen.
Okay, Ursa will von mir angeben. Sprecher Pieksa. Nee, sie machen mir mehr Damage als eine HP-Banane. Aua. Hör auf, alle zu nudeln mit deinem Bart. Vorbereitung abgeschlossen. Impuls. Okay, halt, Wintercracker. Bevor du wieder die HP-Bananen isst. Ich heile euch alle voll. Kann ich Maudado in die Ruhezone stecken, dass er nicht mehr Pharao ist? Wahrscheinlich. Stecken wir Maudado in die Ruhezone. Da, Pharao Dado. Bitte, wird wieder normal. Danke. So, mein Zug ist dran. Zugabe an Wintercracker. Ich glaube, ich sollte... Keine Ahnung, ich habe keinen Single-Target-Angriff. Das ist voll dumm. Zugabe! Okay. Impuls! Okay. Dark Dado ruht sich aus. Der Fluch wurde gebrochen. Perfekt. Dann hole ich ihn gleich mal raus. So. Sollen wir fliehen? Nein, wir werden nicht weichen. Ursaft ist dran. Süßes Geflüster, ja. Vernachlässigt die Deckung. Er spricht den Fluch aus. Ursaft, ich bin Pharao. Nein, bist du nicht, Ursaft. Geh in die Deckung. Und jetzt haut er mit seinem Bart zu. Okay, dann heile ich Wintercracker erstmal wieder, bevor er seine Bananen isst. So. Technik. Ja, ich mache auch einfach mal krächzen. Los, krächzen. Ja, 50 Schaden. Ja, Impuls mit Hilfe. Und er kriegt ja... Bam. Ist gut. Und Zombie will von mir angeben. Maudado will von mir angeben. Nicht ich selbst. Oh, 2x50 Schaden. Ursaft, sein Fluch ist gebrochen. Darf wieder zurückkommen. So. Oh, wow, die haut wieder mit seinem Bart zu. Und ich bin vorbereitet auf Schaden. Perfekt. Zombie ist nicht mehr so beliebt. Oh, dann muss ich wohl wieder singen. Da-da-da-da, ich hab euch alle lieb. Alle lieben Zombie, perfekt. So. Jetzt füllen wir ein bisschen drauf. Und frecher Pizza! Pam! Ich sehe die Lebensleiste von dem Boss irgendwie immer richtig safe. Ich bin Pharao. Nein, Winterkacker, du bist auch kein Pharao. Geh zurück. Wir haben es gleich geschafft. Maudado muss auch in die Ruhezone. Ich streue ja nochmal alle voll. Weil, schaut euch Maudado an, der Junge braucht ja Mana. So. Und ihr braucht alle HP. So. Ey, mir geht's gut. Ich brauche nicht so viel Zeug. Wir schaffen das zusammen. Technik. Immer einfach normalen Angriff. In der Hoffnung, dass ich dann diese Hilfe kriege. Erster Beistand. Zangenangriff 2. Genau, darauf habe ich gehofft. Los. Pam, pam. Und wir haben damit besiegt. Das kommt davon. Ja. Hahaha. Tschüss, Flaschengeist Adi. Wintercracker steht immer noch so da. Ich bin Pharao. Das war's wohl. 500 Erfahrung und 250 Bonus-Erfahrung für Wintercracker. So. Herrschersuppe. Wir haben den stärksten Boss vom... einer der stärksten Monster besiegt. Ja. Hallo? Den muss ich noch entern. Ich bin Alfons, der Wanderfotograf. Magst du das Foto kaufen, das ich vorhin gemacht habe? Dieses einzigartige Foto kostet dich 20 Gold. Möchtest du es kaufen? Halt ein Foto von Maudado als Pharao. Ja. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Wer macht denn viele Fotos? Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr da als Fotograf haben wollt. So. Dann wollen erstmal die beiden wieder miteinander reden. Sag schon, auf wen du stehst. Auf niemanden. Was, im Ernst? Im Ernst? Wovon reden wir denn hier noch gleich? Hauptsache, wir haben darüber gesprochen. Okay. Schön, dass sich das geklärt hat. Zangenangriff können die beiden jetzt auch. Hey. In ihren Macho-Outfits. Kann ich was Neues kaufen? Oh ja, für Wintercracker den Urkittel mal wieder. Zum vierten Mal. Kaufst du dieses Mal auch? Ja. Sehr schön. Urkittel wurde gekauft. In grün. Tragen. Mit braunen Haaren jetzt wieder. So, das Gesicht von Adi ist gerettet und es fliegt zurück. Jetzt können wir endlich zur Stadt und dann haben wir hier alle Level komplett abgeschlossen. Das ist sehr gut. Zack, müssen wir nur da runter in die Stadt. So, ist die Musik schon wieder glücklich? Noch nicht, ne? Nee, muss ich erst noch das Gesicht anbringen.
So, hallo. Und schwupp. Ja, ha, ha, ha. Ha, 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 der Geist ist wieder zurück im Spiel. Und das verdankt die Welt nur dir. Ach, keine Ursache. Aber im Ernst, wer stiehlt schon Gesichter? Auf sowas wäre er nicht bei euch gekommen. Aber nur Towns. Ich habe viel nachgedacht darüber, was ich den Leuten angetan habe. Jetzt weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man etwas Wichtiges verliert. Also habe ich einen Schluss gefasst. Ich will nicht mehr stehlen. Ab sofort lebe ich ein braves und aufrechtes Leben. Viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Euch allen, vielen Dank. Du hast alle gestohlenen Gesichter gerettet. Ja, zwangsweise. Ja, es ist wieder alles schön. Okidoki. Dann können wir ja aus der Stadt rausgehen, theoretisch, ne? Jetzt bräuchten wir irgendwas, was da drüben den Felsen wegmacht. Huch. Schwere Felsbrocken versperren Weg. Das übernehme ich. Hier soll ein Problem sein. Pustekuchen. Er pustet sie einfach weg. Ganz schön aufgebläht. Ah, die hat die Felsen weggeblasen. Bitteschön. Ja, wir können gehen. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, die Ebene machen wir beim nächsten Mal. Da konnten wir die wüstige Wüste, weil hier war jetzt hier ein bisschen trocken, aber da war ein bisschen Wüste. Kommen wir halt wieder in die Wüste und das König Morgheim, der sitzt da immer noch oben rechts in der Ecke, warum auch immer. Naja, warum werden wir beim nächsten Mal erfahren? Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen bei einer weiteren Folge Miitopia. Bis dann, euer Zippelmann. Tschüss.